So, ihr Lieben, während in der Halle die Aufkleber abgezogen werden, versuche ich hier mit Simon Jepson, unserer Nummer 17, mal schnell einen Talk mit Jörg nach dem Eulenspiel. Ludwigshafen, Simon, wir haben gerade noch mal versucht, das Ergebnis nachzukommen. 35-23 war es, glaube ich, ne? Ja. So ganz sicher bist du dir auch nicht mehr. Nein, ne? Bin ich nicht, aber ein schönes Sieg heute, ein richtig schönes Sieg. Zwei Punkte. Wir haben die 2 Punkte verdient und die Stimmung in der Halle war unglaublich wie immer. So, die 8. Mann war auch da heute. Und Mike hat gesagt, er ist ganz happy, dass er alle hat spielen lassen können. Und du hast auch sehr gut gespielt, hast ein paar ordentliche Bomben abgezündet da hinten. Das waren schon schöne Würfe. Bist du auch zufrieden mit deiner Leistung? Ja, ich bin sehr zufrieden. Aber wie gesagt, das war die eine Mannschaft heute und die 2 Punkte waren alle dabei und das ist sehr wichtig, weil wir haben ein Spiel in Sonntag in Frankreich, so wir waren alle da heute und das brauchen wir als eine Mannschaft, so das war sehr schön. Ich finde dein Deutsch ist total gut, also du hast dich ja immer nicht getraut, am Anfang zu sprechen, aber ich finde dein Deutsch ist super. Ja, das läuft besser und besser, aber ich glaube, ich soll noch ein Jahr in Unterricht gehen, so das wird perfekt. Oh, perfekt, du bist schon perfekt. Also du kannst auf jeden Fall besser Deutsch als ich Schwedisch, glaube ich. Das auf jeden Fall. Ja. Jetzt sind ja die ganzen alten Spieler, sage ich mal, weg. Jetzt gibt es eine neue Saison. Jetzt bist du sozusagen auch Leistungsträger bei der SG. Kannst du die Rolle schon annehmen? Also ist das, kannst du dich damit identifizieren oder sagst du, ich brauche noch ein bisschen? Nein, ich freue mich. Also ich bin ja der erste Mann von der Bank. Also ich habe eine schöne Verantwortung jetzt, auch in der Überzahlspiel. Und das ist ja nur mein 2. Jahr hier. Aber wir haben ja auch Jim und Lauge. So. Aber wie gesagt, wir müssen alle dabei sein, weil plötzlich kann eine Verletzung passieren. Und dann brauchen wir. Wir müssen immer bereit sein, reinzukommen und eine Leistung zu bringen. Jetzt geht es ja nach Nantes, nach Frankreich, Champions League. Was erwartest du da? Was erwartet uns da für ein Spiel? Das ist ja immer der letztjährige Finalist. Ja, stimmt. Ich freue mich, oder wir freuen uns, das erste Champions League-Spiel zu spielen. Und das ist ein unglaublich schwieriges Auswärtsspiel in Frankreich, Nantes. Die waren in Final Four letztes Jahr und die sind auch eine gute Mannschaft, nicht so individuelle Sternen, aber eine richtig gute Mannschaft. So, aber ja, das wird cool. Jetzt habt ihr 10-0 Punkte, alles gewonnen bisher, Kiel heute verloren. Macht es das noch ein bisschen schöner, also gerade das Derby gewonnen zu haben und jetzt, sag ich mal, den Konkurrenten aus dem gleichen Bundesland noch weiter hinter sich zu lassen? Das ist klar, das ist schön. Aber ja, jedes Spiel und jede 2 Punkte zählt ja. Aber das ist ja eine lange Saison. Wir 60 nehmen Spiele, ne? Das Schritt für Schritt und Spiel für Spiel. Und hoffentlich können wir weitergehen mit dieser Stimmung in der Mannschaft, was wir jetzt haben. Und das wird schon. Wird die SG vielleicht wieder Deutscher Meister? Das ist schwer zu sagen, aber das ist ja natürlich eine von unseren Zielen. Wie gesagt, das ist ein bisschen Klischee, aber wir nehmen das Schritt für Schritt, Spiel für Spiel, Punkt für Punkte. Okay, lieber Deutscher Meister oder lieber Champions League-Sieger? Oh, das kann ich nicht sagen. Beide. Beide. Dann nehmen wir beide und vielleicht auch noch DFB-Pokal. Mal gucken. Simon Jepson, unsere Nummer 17. Wir glauben, das Spiel ging 35-23 aus. Waren heute viele Tore. Danke, dass du da warst. Dankeschön. Bleib gesund, viel Erfolg in Frankreich und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal in der Flens Arena. Ciao.